Da staunten die Besucher des Thüringen Parks nicht schlecht. Zur besten Einkaufszeit kickten zwei junge Damen direkt vor dem Friseursalon der Masson AG. Gepflegtes Kurzpassspiel, perfekte Ballannahme und dabei auch noch verdammt gut aussehen. Das können nur die Damen des ersten Frauenfußballvereins Erfurts. Die waren fast in kompletter Mannschaftsstärke angetreten, um sich vom jungen Masson-Team ausführlich beraten und stylen zu lassen. Die Mädels vom 1. FFV Erfurt ließen sich ganz genau erklären, welcher Look gerade en vogue ist und welches kosmetische Styling dazu passt. Dann wurde wieder gewaschen, geschnitten, gestylt und gefärbt. Wer gerade nicht unter Schere und Kamm saß, der plauderte mit den anderen Gästen, naschte ein paar Häppchen oder philosophierte über die schönste Nebensache der Welt, den Fußball. Das gab Trainer Ulrich Bartel auch die Gelegenheit, die berühmte Abseitsregel noch einmal ganz in Ruhe zu erklären. Nachdem das letzte Haar geföhnt und der letzte Lidstrich gezogen waren, verschwanden die Mädchen flugs in den beginnenden Abend. Schließlich hat man als Fußballerin nicht viel Zeit, eine neue Frisur auch zu tragen.